Und damit herzlich willkommen zurück zu Gothic auf der Jagd nach Feuerwaran. Ich habe gerade mich geheilt, ich habe das Brot leer gemacht, ich habe den Käse leer gemacht, ich habe Minecrawler-Suppe gefuttert. Nee, Fleischpflanzensuppe. Minecrawler-Suppe? Eins von beiden, weiß nicht mehr genau. Ein paar Sachen weggeräumt. Mich vollgeheilt und jetzt versuche ich möglichst mich einzeln mit diesen Varanen anzulegen, weil ich bin mir zwar sicher, dass ich sie einzeln schaffe, aber ich weiß nicht, ob ich mit dreien zurechtkomme. Weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie stark die wirklich sind. Na, jetzt komm schon her. Ja, komm. Ja, genau so. Jetzt komm her, komm her. Willst du nicht mal aggressiv werden? Noch ein bisschen näher ran. Ne? Wann fängst du an? Na komm, jetzt fängst du an. Sehr gut, fein. So ist gut. Und nur einer. Sehr gut. Ich möchte dann rückwärts die Klippe hochfliehen. Erstmal ein Stück den weglocken. Sehr schön. Wow, was zum Henker war das denn? Ich glaube... ich glaube, das hat gerade nicht so gut funktioniert. Zum Glück habe ich nach dem Heilen gespeichert. Okay, Schutz vor Feuer 40. Wow. Ich glaube, ich muss meine Rüstung ein bisschen optimieren. Schutz vor Feuer, was habe ich denn da? Mana-Bonus brauche ich gerade nicht. Der Talisman gibt Schutz vor Feuer 20. Das ist doch schon mal was. Lebensenergie ist halb so wild. Ich könnte auch das Amulett... Ich kann nur ein Amulett tragen, oder? Amulett und... Also der... Ja, der Talisman ist ein Amulett. Kann ich gerade nicht tragen. Schutz vor Pfeilen brauche ich gerade nicht. Ansonsten... Ja, gut. Vielleicht greift er ja auch im Nahkampf an. Dann wird der Schutz vor Waffen tatsächlich eventuell ein bisschen nützlich sein. Na gut. Dann versuche ich das Ganze nochmal. Das war gerade nur einer. Meine Güte. Ja, komm her. Na, komm schon. Ja, ist alles gut. Dreimal, nicht wahr? Genau, und dann kommst du. Sehr gut. Oh, meine Güte. Das wird ja so überhaupt nichts. Trotz Schutz vor Feuer, was weiß ich wie viel. Viel, ganz viel. So, weiß nicht, 70? 60? Wie viel hatte ich? Ich glaube, ja. 60. Meine Güte, wie der reinhaut. Dann sollte ich es vielleicht mal mit, weiß nicht, Eis oder Blitz versuchen. Vielleicht klappt das ja. Ich nehme mal einen raus. Guck, was er dazu sagt. Okay, das macht tatsächlich relativ viel Schaden. Allerdings greifen die mich leider alle zusammen an. Was mir nicht ganz so gut gefällt. Vielleicht probiere ich es mal mit dem Kugelblitz. Sobald sie von mir abgelassen haben. Ja, das ist super. Wenn ich da hinten gucke, gucke ich genau gerade nach hinten, statt nach hinten, schräg unten. Meine Güte, wie dumm. So, den da will ich. Aha. Jetzt wieder wegrennen. Lalalala. Ich glaube, ich lasse es bei Eispfeil. Der hat, glaube ich, mehr Schaden gemacht. Und vor allem weniger Mana gebraucht für die gleiche Menge Schaden. So. Wo bist du? Da bist du. Treffe ich dich? Ja, ich treffe dich. Sehr gut. Jetzt mal eben das Mana noch raushauen. Und schnell weg. Ah. Ist nicht ganz die feine Art, ich weiß. Aber hey, ich bin Magier, ich darf das. So, noch ein letztes Mal. Jetzt habe ich nämlich fast keinen Mana mehr. Jetzt muss ich irgendwo hinfliehen, wo keine Gegner sind, also nicht in die Fliegen rein. Oh mein Gott, hoffentlich fallen die Varane jetzt nicht von der Brücke runter. Das wäre ärgerlich. Also dann, wenn dann der Verletzte plötzlich ganz weg ist und ich ihn nicht mehr kriege. Das wäre blöd. Aber ja, gut, sie scheinen hinzukriegen. Gut, jetzt fehlen mir natürlich... Moment, was mache ich denn hier? Natürlich, ich bin doch blöd. Ich brauche doch den Schutz vor Feuer gar nicht, sondern ich will das Mana, damit ich mehr zaubern kann. Auf die Entfernung kriege ich doch eh keinen Feuerschaden. So, Feuerwaran. Oh, ich habe zwei verletzt, sehe ich gerade. Oder heilen die sich etwa? Nein, die heilen sich nicht. Ja, hoffentlich war das nicht so blöd. Ja, oh, das war knapp.
Es war ziemlich blöd, aber nicht blöd genug. Nicht blöd genug, um mich umzubringen. Aber fast. Wow. So, komm, einmal noch. Jetzt das letzte Mana raushauen. Nein, nein, nicht so. So. Bitte treffen. Ah, jetzt habe ich keinen Mana, aber immerhin fallen sie nicht runter. Gut, wo kriege ich jetzt 30 Mana her? 25, boah, 15 und 15 macht 30. Wunderbar. Eispfeil und erstmal ein. Fump, tot. Dann nochmal ein. 500 Erfahrung. Boah, die Viecher sind mächtig. Kein Wunder, habe ich da so Probleme im Nahkampf. Jetzt ist bloß die Frage, wo ist der dritte? Vielleicht ist der dritte runtergefallen, kann das sein? Soll mir egal sein. Solange er mich nicht angreift. Ich brauche ja sowieso nur eine Zunge. Eine Flammenzunge. Und mal Krallen. Die nehme ich mir einfach. Ah, da unten ist er. Ja, ja. Ah, ja. Der wird schon irgendwie zurückfinden, nehme ich an, zu seinem. Warum kann ich den zweiten jetzt nicht ausnehmen, wenn der da so hängt? Geht das vielleicht von hier? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ich kann den nicht anvisieren. Das ist ja ärgerlich. Ah, doch, jetzt von hier. Na, vielleicht, wenn ich dahin gehe und dann rechts überklicke. Nein. Okay, wie kriege ich den? Von hier irgendwie ging es, ne? Doch nicht. Hm, wie kriege ich den? Vielleicht, wenn ich außen hingehe. Na? Komm schon. Muss doch gehen. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn. Anvisiert, aber leider wieder verloren. Schade. Na egal, ich brauche jetzt zum Glück nur eine Flammenzunge. Habe ich den jetzt gerade hinter mir? Ja, habe ich. Oh, verdammt. Ich brauche ja zum Glück nur eine Flammenzunge für das Ulumulu. So, aber eben hier noch aufräumen. Und wenn ich schon dabei bin, dann kann ich eigentlich auch gleich die Snapper da drüben machen. Aus dem Weg räumen, aus dem Weg schaffen und mir die Erfahrung holen. Es wird zwar noch eine ganze Weile dauern, bis ich endlich meinen nächsten Level habe, um meinen vierten Magiekreis zu erlernen. Aber je früher ich anfange, desto schneller wird es gehen. Und außerdem sind diese Snapper ätzende, nervende Gegner, die es verdient haben zu sterben. Kommt halt her. Kommt halt her. Hallo. Irgendwie machen wir gerade kaum Schaden, diese Viecher. Ob das wohl an den 75 Waffenschutz liegt? Gut möglich. Sehr gut möglich sogar. 75. Wie viel kann ich denn maximal eigentlich kriegen? Mal so rein aus Interesse. Wenn ich das Mana ablege, könnte ich mir... Nö. Könnte ich nicht. Schade. Das Heilen spare ich mir gerade auch mal wieder. Wo ich hin will, sind die Wassermagier, oder? Kurz nachdenken. Ich will in die freie Mine, genau. Ich will das Ulumulu. Bin ich denn jetzt, nachdem ich gelevelt Magie bin, zu Ehren. Bereit für die hohe Robe? Ich möchte die. Es ist noch. Nein. Meine Güte. Mögest du. Ich wüsste gerne, was ich brauche oder was ich erfüllen muss, um die hohe Robe der Magie zu tragen. Weil so muss ich halt nach jedem Levelaufstieg, nach jedem. Mana-Kreis, den ich lerne, halt wieder von vorne fragen, ob ich denn jetzt schon bereit bin. Das ist ein bisschen ätzend. Es ist 12.37 Uhr. Na, dann schlafe ich bis abends. Ich will ja nicht so viel Ingame-Zeit auch verstreichen lassen. Quatsch wird viel. Das heißt am Ende, ich habe irgendwie 5 Wochen gebraucht oder so. Solange ich damit nichts zu tun habe. Erstmal gut. Ich kann ja mal Wolf fragen, wenn ich schon mal hier bin. Wie weit er denn jetzt ist mit meiner Minecrawler-Rüstung? Ja, also, das kann schon sein. Nicht, dass ich gerade bräuchte. Für die Mine. Die Mine ist ja gesäubert. Aber. Hey, mal gucken. Wie weit bist du mit der Rüstung? Dauert noch, Mann!
Diese Platten sind verdammt harter Tobak. Ich habe noch keinen Weg gefunden, sie aneinander zu befestigen. Gib mir noch etwas Zeit. Ich bekomme das schon hin. Okay. Du brauchst also noch... Oh, da drüben geht, glaube ich, gerade die Sonne bald unter. Das sieht irgendwie hübsch aus. Ich frage mich, ob ich gerade irgendwas Nützliches hier unten von Kronos kaufen könnte. Magie zu Ehren. Ich möchte Schrift. Genau, was hast du denn? Lerne Götter. Über die Kreise der Magie. Es scheint 6 Kreise zu geben. Das heißt, mit meinem dritten habe ich schon die Hälfte immerhin. Ansonsten hast du so Zeug, ne? Schutz aber Pfeilen 15 im Amulett. Das ist praktisch, das ist gut zu wissen, dass ich hier sowas kriege. Oder hier Mana plus 15, Lebensenergie plus 15, auch gut. Finde ich gut. Gut zu wissen. Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrung. Mana und Leben plus 15 auf einem Ring. Also vor allem Mana plus 15 auf einem Ring ist halt super. Das, da kann ich mir nämlich alles sparen. Andererseits. Das passiert mir nicht nochmal. Eben aufpassen, was man rum. Ja, ich brauche halt die Stärke, um diese Waffe zu tragen. Es ist eigentlich ein bisschen ätzend, ne? Dass ich nicht genug Stärke habe. 74, wie viel habe ich? Ich habe 80. Ja, ich habe halt eigentlich nur 70 Stärke. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt levele, dann habe ich 31 Lernpunkte. Das heißt, wenn ich jetzt 5 ausgebe für Stärke, dann habe ich endlich genug Stärke, um nicht mehr mein Amulett zu brauchen. Kann das endlich ablegen, kann dafür das, nee, den Ring ablegen, kann dafür mir den 15-15 Ring kaufen, hab nochmal 15 Mana-Punkte mehr, mit 5 Lernpunkten. Ich will mich verbessern. Und hab immer noch genug Lernpunkte am Ende übrig, nach dem nächsten Level, um einen Magiekreis zu lernen. Voll gut. Dann mache ich das einfach mal. Das heißt, jetzt müsste ich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, den hier ablegen können. Ja, wunderbar. Schutz vor Waffen auf dem Ring würde ich gerne behalten. Und den Mana-Bonus auch. Gut. Dann werde ich mir jetzt bei Kronos den Ring mit 15 Mana und 15 Leben kaufen. Und auch gleich anlegen. Und dann sollte ich 45 Mana haben, wenn mich nicht alles täuscht. Obwohl ich in Mana bisher relativ wenig Magie zu Ehren investiert habe. Finde ich gut. Ich möchte So, wie gesagt, was brauche ich nicht mehr? Ich brauche nicht mehr... Das da, das da, das würde ich gerne behalten. Den da würde ich gerne auch behalten. Das da brauche ich nicht mehr. Und den brauche ich auch nicht. Und dafür hätte ich gerne... Welcher war's? Der da, 15, 15. Muss ich noch ein bisschen was drauflegen. Halb so wild. Ich habe ja gerade genug Viecher umgebracht, dass ich hier zum Beispiel Flügel draufschmeißen kann. Bitte schön, beziehungsweise Dankeschön. Und jetzt kann ich da mal vorbei? Nämlich diesen Ring, nein, nicht diesen Ring, diesen Ring anlegen. Und ich habe, ja, 45 Mana und natürlich auch nochmal 15 Lebenspunkte mehr als vorher. Und das alles mit nur 5 Lernpunkten. Wow, bin begeistert. Ich habe immer noch genug, um meinen fetten Magiekreis zu lernen. Ich weiß es nicht, ob das schon als Powergaming zählt, was ich da gerade mache, aber... es scheint mir einfach sinnvoll zu tun. Gut. Der Laufweg zur freien Mine wird jetzt ein bisschen lang sein. Den schneide ich, glaube ich, raus. Und beim nächsten Mal treffen wir uns dann wieder am Mineneingang, nehme ich an. Weil ich nicht weiß, ob innen drin nicht doch was Neues passiert. Genau, bei Gorn vorne am Mineneingang. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Also bis gleich in der nächsten Folge. Tschüss.